Mut ist ein Film, der in der Zukunft im Kino erscheinen wird, wenn wir alle unseren schmalen Taler dazu geben. Und dass wir das tun sollten, das wünsche ich mir. Und warum? Damit ich erstmal auf diese Handlung komme, um die es geht, ohne zu viel zu erzählen. In dem Film Mut geht es ja um einen 14-jährigen Jungen, der in der Schule einen Aufsatz schreiben soll über den 11. September. Und natürlich erwartet der Lehrer und auch die Schule, dass die offizielle Version dann eben in diesem Aufsatz drinsteht, nach dem Motto, der hat brav Klaus Kleber geguckt und das steht da jetzt auch so drin. Aber der 14-jährige Junge schreibt da was anderes rein. Der hat vielleicht schon vorher Daniele Ganser gesehen und sagt, ich sehe es ein bisschen anders. Und da bekommt dieser Junge keine guten Noten nach dem Motto, aha, okay, so kann man es auch sehen, sondern hallo, so geht das nicht. Und ja, es kommt zum Konflikt erst mit dem Lehrer und dann eben mit der Schule, weil der Junge nicht bereit ist, die offizielle Version zu erzählen, sondern eine andere. Und das hat mit Schulverweis dann zu tun. Der Junge fliegt von der Schule und damit fliegt er gewissermaßen aus dem System. Und das ist die symbolische Handlung des Films selber. Wir alle, die wir nicht die offizielle Version des 11. September nachbeten, fliegen ja nicht nur aus dem System, weil wir die offizielle Version nicht nachbeten, sondern weil man uns sagen möchte, hör zu, hier von oben vom System wird immer die neue Wahrheit zum jeweiligen Ereignis erzählt und du hast es gefälligst nachzubeten, weil sonst ist das eine Kampfansage, dann definieren wir dich als Feind. Ja? Wir sagen, was gemacht wird und du gehorchst, indem du nachbetest. Diese 14-jährige Junge sind quasi wie alle, die wir die offizielle Version nicht wirklich glauben, sondern alternative Versionen zitieren und sagen, könnte auch sein, ist für uns vielleicht sogar glaubhafter. Und deswegen ist es gut, dass ein solcher Film jetzt im Kino entsteht, damit wir gegen die offiziellen Versionen, die es ja auch schon im Kino gegeben hat als Spielfilm, dass wir dagegen anstinken können. Und zwar auf einem Niveau, wo man sagen kann, okay, sieht interessant aus. Sonst heißt es wieder, ja, das kann ja nichts sein, so wie das aussieht, ist irgendwie Trash. Nee, es muss wirklich gut werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir gemeinsam diesen Film produzieren, dass wir uns also nicht eine fertige Version vorsetzen lassen, sondern dass wir sagen können, ich gehe nicht nur ins Kino, weil ich mich dafür interessiere, sondern ich war aktiv am Entstehungsprozess dieses Films beteiligt. Weil ich gebe ja nicht irgendwie Kohle in ein Projekt, an das ich nicht glaube. Ich möchte ja, dass die alternative Version erzählt wird. Und deswegen, wenn du das auch möchtest, dass diese alternative Version mal erzählt wird, und zwar im Kinoformat, dass sie die nächste Generation vielleicht als erste prägt, bevor sie die Version, die wir eben alle kennen, bevor sie die überhaupt kennt, dann solltest du das unterstützen, dass vielleicht deine Kinder zuerst diesen Film sehen, bevor sie dann die Version von Klaus Kleber sehen. Deswegen, es gibt ja diesen Spruch, passt auch zum Film Mut, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und ab und zu ist es ganz wichtig, sich mal seinen eigenen Portemonnaies zu bedienen und sagen, ich möchte gerne eine alternative Sichtweise erzählt sehen, denn mit der Sichtweise, die wir jetzt im Moment haben, wurden ja x Kriege angezettelt. Das hat also nicht zu etwas Gutem geführt. Es wird Zeit, dass wir das mal ein bisschen umschreiben und das können wir auch. Deswegen gebt das, was ihr entbehren könnt, also einen schmalen Taler. Realisieren wir dieses Projekt. Ich glaube, 150.000 Euro werden nötig. Kann man für Essen gehen, aber für ein Kinoprojekt dieser Qualität ist das eigentlich sehr gering budgetiert. Deswegen, ich unterstütze das. Ihr solltet das auch unterstützen und dann sehen wir uns vielleicht alle. Nein, ich weiß es. Wir sehen uns dann alle im Kino. Es kann losgehen. Bis dann.